Der hat ja gerade gewonnen, ich brenne dich aus, guck. Schwer verletzt wurde, die durch einen Fenstersprung aus dem Gebäude sich in Sicherheit bringen konnte. Leider mussten wir nachher feststellen, eine Person haben wir leider nur noch tot bergen können. Heute Morgen, kurz vor 7.30 Uhr, wurde uns ein Vollbrand eines Gebäudes in Urbach gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit starken Kräften an und musste bereits beim Eintreffen feststellen, dass das Gebäude in Flammen steht. Derzeit finden immer noch Löscharbeiten statt. Nach jetzigem Stand wissen wir, dass eine Person schwer verletzt wurde, die durch einen Fenstersprung aus dem Gebäude sich in Sicherheit bringen konnte, und wir eine weitere Person haben, die leicht verletzt ist. 14 Bewohner sind derzeit in dem Gebäude gemeldet, eine Person wird noch vermisst. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot da und wird unterstützt aus den umliegenden Ortschaften. Rettungsdienst und Polizei sind auch mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Wir mussten die umliegenden Straßen für Einsatzmaßnahmen absperren, damit Rettungsdienst und Feuerwehr in Ruhe arbeiten können. Vom Rettungsdienst werden auch 20 Personen derzeit betreut. Von der Feuerwehr musste umliegende Gebäude teilweise evakuiert werden, weil anfangs nicht klar war, wie weit Gefahr für diese Gebäude besteht. Auch diese Personen befinden sich in Betreuung. Willst du drehen? Nee, bin ich schon rückwärts. Okay. Wir befinden uns in der Beckengasse 21 in Urbach. Wir sind heute Morgen um 7.26 Uhr alarmiert worden mit dem Stichwort Zimmerbrand. Die Folge war, zwei Personen waren bereits außerhalb vom Gebäude, waren auf der rechten Seite verletzt. Wir haben dann sofort, weil der Verdacht war, mehrere Personen sind noch im Gebäude, sofort Menschenrettung begonnen zu suchen, das Gebäude abzusuchen. Ich habe sofort das Alarmstichwort von Zimmerbrand auf Wohn- und Gebäudebrand alarmiert, habe den Kreisbrandmeister, habe die Feuerwehr Böderhausen nachalarmiert. So wie im späteren Einsatzverlauf haben wir dann den Gerätewagen Atemschutz, die zwei Drehleiter von Welzheim zusätzlich alarmiert und sind dann im vollen Umfang auf Menschenrettung hier gegangen, weil es immer geheißen hat, es sind noch Personen im Gebäude. Leider mussten wir nachher feststellen, eine Person haben wir leider nur noch tot bergen können von der Einsatzstelle. Die hat den Einsatz leider nicht erlebt aufgrund von Verletzungen und Brandverletzungen. Welche Ursache genau ist unbekannt. Es tut mir sehr leid, aber wir konnten leider aufgrund der starken Verrauchung und des Einsatzgeschehens und des Fortschreitens des Brandes nicht mehr diese Person retten. Wir waren insgesamt mit 131 Einsatzkräften und 37 Fahrzeugen an der Einsatzstelle. Von der Feuerwehr selber waren wir 83 Einsatzkräfte mit 13 Fahrzeugen. Das DRK war 30 Einsatzkräfte, 14 vom Rettungsdienst, davon 2 vom Notarzt.
DRK, Ortsverbände Ubach-Bühlhausen, insgesamt 16 mit 14 Fahrzeugen vom DRK. Die Polizei selber war mit 18 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen insgesamt an der Einsatzstelle. Verletzte, wie gesagt, haben wir 22 Personen insgesamt zur Betreuung durch das örtliche DRK gehabt. Davon waren ein Schwerverletzter, ein Leichtverletzter, sowie leider die, wie gesagt, die tote Person, wo wir nur noch tot bergen konnten. Erfreulicherweise nachher im Einsatzverlauf ist eine Frau gekommen, wo unten wohnt. Ah, ihr Vogel, haben wir das abgeschätzt, mit dem Abschnittsleiter besprochen, ob man noch ins Gebäude unten rein kann. Dann haben wir festgestellt, wir konnten noch rein und haben den Vogel lebendig noch gerettet, was natürlich sehr für die Familie und für die Frau eine Erleichterung war, wo sie sich gefreut hat und auch für uns natürlich. Mir tut das natürlich sehr schrecklich leid, damit für die, da die eine Person jede Hilfe zu spät kam, aber leider konnten wir hier absolut nichts mehr machen. Ich habe gesehen, ich brenne dich aus. Ich habe gesehen, nichts draußen. Ich habe gestrehen draußen, der Nachbar kommt. Ich habe gesagt, bei mir brenne da vorne in Tiere. Und ich habe gesagt, was ist Feuerwehr? Ich habe gerufen, der Polizei hat gerufen, der Nachbar. Und ich habe gesehen, also da vorne. Und der hat gemacht, der Tiere absichtlich zugemacht. Und springen die anderen zwei Leute von dem Fenster hier. Die anderen zwei, ja. Okay. Und der ist drinnen und der von dem Fenster kann nichts bewegen. Also, irgendwas. Hat sie das sich eingeschlossen? Ja, eingeschlossen, die Tiere, ja. Okay. Zugemacht. Und dann ist, kommen die Feuerwehr kaputt machen die Tiere. Am anderen hat der Nachweis auch noch der Mann hat gesehen, der hat gemacht rein und sagt er, nee, also muss raus machen, geben kann nicht das Wasser und bringen nichts. Und Anfang gefecht die Feuer, wie schnell, weißt du? Und dann ist alles die Feuer verbrennen, bringen, kommen die Feuerwehr, kommen die Polizei, die Krankenwagen, viele. Ja. Und dann ist. Und jetzt immer noch weiter. Inde, ja. Okay. Inde. Und oben alle Leute, Familie und so, alle ganz schnell schreien, bei Frau, alle andere Leute. Dann schnell kommen raus und kommen bei die Leute aufpassen.